Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Und zwar habe ich beim letzten Video einfach mal einen Cut gemacht, weil das doch alles ziemlich lange gedauert hat und das sowieso nur ein ewiges Hin und Her war. Ich überladen war, wieder die Sachen in die Kiste gebracht habe, wieder überladen war, die Sache in die Kiste zurückgebracht hat, etc. pp. Ich habe das Häuschen jetzt einfach schon mal fertig gebaut. Ihr habt da nicht viel verpasst, wie ihr euch schon denken könnt, weil, ja, aus den gegebenen Gründen, die ich eben genannt habe. Hier ist auch noch nicht viel drin, also wie gesagt, ihr habt wirklich nicht viel verpasst. Ich habe das Dach oben drauf gesetzt, habe die Steinwände ringsrum fertig gemacht und habe mir hier schon mal eine größere Box reingesetzt. Das nächste, was ich gleich mit euch zusammen machen möchte, ist, dass wir zusammen skillen. Dann werden wir das Häuschen innen drin noch ein bisschen ausstatten, würde ich sagen. Und die gewonnenen Engrammpunkte, die wir jetzt gekriegt haben, werden wir dann auch zusammen unsere Sachen lernen, sage ich mal. Und dann das Häuschen innen drin weiter ausbauen. So ist erstmal der Plan. Vielleicht kommt noch irgendwas dazwischen. Schauen wir mal und lassen uns überraschen, ne? Gut, dann fange ich erstmal an mit dem Skill. Und zwar möchte ich jetzt erstmal die Gesundheit ein bisschen hochschrauben. Ich denke, da kann man nie genug von haben. Oh, jetzt haben wir schon unsere ganzen Punkte verschossen. Ich hätte eigentlich erwartet, dass es mehr ist. Ja, wobei wir sind jetzt Level 33. Okay, dann machen wir direkt weiter. Und verwenden die Engrammpunkte. Wir sollten uns ein Bett machen, damit, falls ich dummerweise sterbe, was bestimmt der Fall werden sein könnte, wir auf jeden Fall wieder hier bei unserem Häuschen zurück oder zu unserem Häuschen zurückkommen. Das nächste, was ich dann machen möchte, gut, Boot können wir gebrauchen, nehmen wir einfach mal mit. Die ganzen Sattel für die Dinos, die mir dann tamen werden. Holzrampe, das Tor, das ist wahrscheinlich auch noch ein nächster Schritt, den ich dann machen werde. Ich bin am überlegen, ob ich das dann auch rausschneide, wenn ich jetzt noch eine Mauer um unser Zuhause bauen werde. Aber das schauen wir dann. Die Betäubungspfeile, ganz wichtig, um die Dinos zu zählen. Den Brennofen, um gleich Metall zu machen. Holzgehweg brauche ich jetzt gerade nicht, beziehungsweise sehe ich jetzt gerade keine Verwendung für. Das Steindino-Tor. Ne? Ach, das ist ein Dino-Tor. Steindino-Tor. Warum kann ich das nicht machen? Das Dinosaurier-Tor fehlt. Wo haben wir das denn? Das müsste dann... Ah ja. So... Nehmen wir das mit rein. Dinotor. Die Werkbank. Scheint auch ganz wichtig zu sein. Metallspitzhacke. Metallaxt. Hieke. Damit nicht alle zwei Minuten die Axt oder die Pike, die Hacke kaputt sind und ich die wieder neu machen muss. Das ist mit Metall doch schon wesentlich angenehmer. Eine Armbrust. Machen wir auch direkt. Sattel. Sattel. Fensterrahmen würde ich auch gern machen. Dazu sollte ich vielleicht erstmal den Holzfensterrahmen werfen. Dann machen wir den Steinfensterrahmen. Und jetzt haben wir nur noch 7 Punkte. Die lassen wir erstmal. Ich denke, mit den gelernten Engrammen können wir jetzt erstmal arbeiten. Und dann würde ich doch mal schauen, was wir jetzt als nächstes machen. Wobei, die Frage hat sich eigentlich schon erübrigt. Wir werden jetzt mal einen Dino killen, um Leder zu erhalten, um das Bett zu machen. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Das wäre natürlich sau ärgerlich. Aber ich glaube, den Kleinen hier kriegen wir hin. So, mein Freund, du musst leider dran glauben. Oh, das war zu erwarten, dass der mich wieder mit dem
Zeug trifft. Oh Mann. Bin vielleicht auch erstmal schon wieder. Das kann nicht wahr sein. Also wirklich. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Großen nicht erwische. Jo, hab ich auch schon. Oh ne, der geht auf den. Jawoll. Das nenne ich mal Hilfe. Stark, drauf. Macht der Große quasi die Arbeit für uns. Ich hoffe, dass er dann nicht versucht, auch noch mich anzugreifen, weil ich ihn jetzt dummerweise getroffen habe. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. So, nice. Danke. Jetzt haben wir Fleisch. Oh, jetzt haben wir nur Fleisch bekommen, oder was? Und das Ding ist, ich wollte eigentlich Leder haben. Ich traue mich aber hier an den jetzt gerade nicht dran, weil ich weiß, dass ich irgendwie dummerweise sterben werde. Ich hätte mir vielleicht auch erstmal einen Bogen machen sollen. Gut, versuche ich einfach mal den nächsten zu finden. Den ich einfach mal platt bekomme. Ah, da ist der nächste. Schauen wir mal, ob es bei dem vielleicht besser läuft. Nicht wieder von dem Zeug erwischen. Oh, ich wollte gerade sagen, nicht wieder von dem Gift erwischen lassen, das er aussprüht. Wo ist er? Schon wieder. Na, jetzt ist er aber tot. Er ist down, ich habe es geschafft. Ich bin aber leider wieder von dem Zeug getroffen worden. Jetzt habe ich 40 mal Leder bekommen. Das ist natürlich der Wahnsinn. Ich glaube, 40 mal Leder reicht noch nicht für das Bett. Ich guck gerade mal rein. Ich hätte vielleicht auch erstmal, wie gesagt, Nahkampfschaden skillen sollen. Aber das ist dann das nächste, was ich in Angriff nehme. Immer schön verteilt. Nahkampfschaden, Gesundheit. Ausdauer ist auch ganz wichtig eigentlich. Wobei ich da auch noch nicht das richtige Mittelding quasi gefunden habe, was da Sinn macht. So, achso, ich wollte nach dem Bett gucken. Das müsst ihr mir auch verzeihen, dass ich dann, wenn ich am Reden bin, eventuell zwischendrin vergesse, was ich gesucht habe oder was ich hier machen wollte. Das liegt dann einfach daran, dass ich noch nicht so geübt bin. Oh, doch. Schick genau, ich bin überrascht. Dann haben wir wenigstens das schon mal hinter uns. Packe ich mir jetzt das Zeug in. Baue ich jetzt das Bett quasi in die Base rein. Wenn ich sie dann wiederfinde. Das ist dann der nächste Punkt, wenn ich gleich bei der Base bin. Werde ich einfach mal einen Punkt setzen. Wobei es ja jetzt nicht so schwierig sein dürfte. Base wieder zu finden. Ne? Jo, das habe ich dann jetzt auch einfach mal so leicht gesagt, ja. Das gibt's auch nicht. Nein. Wer hätte das gedacht? Ich habe mich verlaufen. Innerhalb von 2 Minuten versuchen Demos zu killen, habe ich mich verlaufen. Auch nicht schlecht. Ja, das Ding ist, es kann ja jetzt so weit nicht sein, weil so weit bin ich nicht gelaufen. Vielleicht bin ich auch einfach in die falsche Richtung gelaufen. Müsste ja irgendwo gleich zu erkennen sein. Wir finden unsere Base nie wieder, Freunde. Ich sehe es kommen. Ich glaube das hier nicht.
Gut, an der Stelle einen kleinen Cut. Ich melde mich zurück, wenn wir die Base wiedergefunden haben. Bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Wie ihr seht, habe ich die Base gefunden. Es war auch nicht weit. Den Cut hätte ich mir vielleicht schenken können. Aber es ist nichts passiert. Ich bin einfach nur wieder zurückgelaufen. So, jetzt möchte ich gerne das Bett bauen. Ich gucke gerade mal, ob ich im Schrank eventuell schon genug Ressourcen habe. Und das nächste, was ich mache, ist eine Rampe bauen. Damit ich nicht immer so umständlich da reinkomme. Ich glaube, das vorhandene Material dürfte schon reichen fürs Bettchen. Da haben wir es. Fasern. Was brauchen wir noch? Ja, reicht noch nicht ganz. Dann nochmal ganz kurz zurück. Einen Baum fällen. Und jetzt dürfte es aber reichen. Nice. Ja. So, dann craften wir das Bett. Oder stellen es her. Okay. Dann packe ich das Zeug wieder rein. Und dann stellen wir das Bettchen hier rein. Und dann können wir jetzt auch ruhig sterben. Ruhigen Gewissens sterben. Und ich brauche nicht wieder ganz von vorne anfangen. So, mal schön hier hin. Ich glaube, das ist ganz gut. Und dann machen wir mal weiter. Und zwar würde ich dann jetzt gerne noch hier so eine Rampe hinbauen. Weil das hier geht mir echt tierisch auf den Appel. Gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Beziehungsweise muss ich das jetzt erstmal finden. Ich glaube, die Holzrampe reicht von Anfang. Holz. Ja, haben wir, glaube ich, hier genug drin, oder? Schauen wir mal. Holz. Stroh. Braucht man Fasern? Ich glaube, ja. Jupp, schnupp, das reicht. Setzen wir die noch dahin. Schön, dass wir hier so verdorbenes, viel verdorbenes Fleisch haben. Dann können wir uns gleich auch noch ein paar Nakrobeeren einsammeln. Dann mal einen Bogen herstellen. Und dann können wir schon unser erstes Haustierchen zähmen gehen. Versuchen zu zähmen. Schön, 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 schön. Jetzt geht das Ganze doch viel flüssiger. Prima. So, dann möchte ich als nächstes den Brennofen. Da braucht man einen Haufen Steine, Feuerstein, Leder. Leder. Gut, vielleicht die falsche Herangehensweise. Und zwar machen wir dann erstmal den Bogen. Holz und Fasern dürfte ich auch noch drin haben. Zack. Zack. Dann machen wir den Bogen. Die alte Steinschleuder können wir mal hier reinpacken. Jo, und Level up. Kommt der Bogen. Und jetzt brauche ich Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Nehme ich mal einen Haufen mit. Oder mach mir mal einen Haufen. Ja, 62 ist jetzt vielleicht übertrieben. Ah, ich habe es immer so Hand gehabt, dass ich, keine Ahnung, 25, 30 Pfeile mitgebracht habe. Das dürfte reichen.
Einfach mal ein paar machen. Dann killen wir jetzt erst ein paar Dinos. Sammeln Leder und den ganzen Kram, den wir brauchen. Um schon mal ein paar Grundressourcen da zu haben. Um dann weiter herstellen zu können. Da legen wir mal los, ne? Achso, ich skill dann gerade auch nochmal Nahkampfschaden. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Mach das Türchen zu. Ich meine, viel zu klaren gibt's nicht, aber wer weiß. So, gehen wir mal auf die Jagd. Bevor ich es wieder vergesse, setzen wir uns jetzt einen Punkt auf der Map. Und zwar bei, ja, 35, 60, 35, 35, 60, dürfte passen. Und da sagen wir mal Home, Punkt, dürfte passen. Ja, Gott, passt. Das wollte ich nicht. Also es war, ich habe mich eben echt, glaube ich, einfach nur mal wieder dumm angestellt. Das hätte jeder finden können. So, das ist der liebe Kollege, der einen ganz schnell auslocken kann. Den lasse ich erstmal in Ruhe. Da habe ich jetzt gerade noch ein bisschen zu viel Respekt für, weil wir da noch nicht genug Rüstung etc. für haben. Gehen wir mal weiter hier runter. Wird sich schon gleich ein Kollege treffen, den wir erledigen können. Da habe ich doch gerade irgendeinen gesehen. Oh, das ist ein Affe. Komm, euer Freund. Ich glaube aber, der geht erst ab Level. Oh ne, es geht schon. Ich glaube, Level 30. Ja. Wow! Wow! Freund. Oh, der macht mich jetzt instant platt, glaube ich. Oh nee. Ich habe doch gar nichts gemacht. Warum ist der denn jetzt auf einmal aggressiv geworden? Das ist also wirklich. Bitte lass mich einfach in Frieden. Oh nee. Ich glaube, es wird nichts anderes. Oder ich kann nichts anderes machen, außer kämpfen, weil der lässt mich nicht in Ruhe, oder? Lässt er mich jetzt in Ruhe? Ja, Gott sei Dank. Mein Gott. Ich habe dem Affen doch gar nichts getan. Die sind doch normal friedlich, wenn man vor denen keine Bären isst oder so. Weil ich wollte jetzt eigentlich Bären einsammeln und wollte den füttern. Damit wir den schon mal als Kollegen begrüßen dürfen, aber okay. Der Affe hatte einen eigenen Willen. Dann eben nicht. So, jetzt muss ich aber mal irgendwas finden, was ich mit Pfeil und Bogen gut erlegen kann. Ganz schön ist es auch immer, wenn man. Oh, hier steht ein Häuschen. Na, ein Häuschen ist das nicht. Das ist ein Unterstellplatz, wenn es mal regnet. Damit man nicht ganz so nass wird. Oh, ein Skorpion. Jo, hier habe ich doch gar nichts getan, Mann. Jo, der macht mich jetzt nass. Warum? Was habe ich dir getan? Oh, es gestaltet sich immer schwierig. Ich habe sonst immer so Hand gehabt, dass ich mir irgendeine Stelle gesucht habe, wo der Dino dann festleckt. Ich ihn dann einfach eiskalt platt gemacht habe. Hallo? Leck. Jo. Das ist echt übel bei dem Spiel, wie ich finde.
dass du diese krassen Lecks hier drin hast. Du kannst einfach nichts dagegen machen. Wow. Was war das jetzt? Noch so... Alter, ein Stego. Warum? Kano, ist das nicht ein Stego? Ich versuch's jetzt einfach, Leute. Wenn ich sterbe, dann muss ich halt beim Bett respawnen. Aber ich werde sterben. 100 pro. Wo ist er? So, jetzt ist es gleich soweit. Wo ist er denn? Ich habe es überlebt. Also ich hätte jetzt wirklich alles erwartet, nur nicht, dass ich den Kano überlebe. Was für ein Level war der? 20. Ja, ist jetzt nicht hoch, aber normal haben die Dinger mich instant gekillt. Das wollte ich auch letzte Folge noch sagen. Was mir aufgefallen ist, halt auf dem Server oder mit den Einstellungen von dem Server, ist das Dino-Töten, glaube ich, ein bisschen leichter als normal. Weil sonst hätte der mich instant platt gemacht. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen, da ist schon wieder so ein... Keine Ahnung, was für ein Dino. Der mich wahrscheinlich gleich angreift. Boah. Und ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen, weil mein Leben sieht gerade nicht ganz so gut aus. Aber dahinter ist schon wieder die Base. Hunger werde ich gleich bekommen. Dann schmeiße ich das Lagerfeuer nochmal an. Und werde mal ein bisschen Fleisch produzieren. Überladen. Die Kochstelle, genau, habe ich auch noch hier hingestellt. Da muss ich sagen, ich habe mit der Kochstelle noch gar nicht gearbeitet. Ist das auch einfach so, dass man Holz und Fleisch hier reinpackt und man dann sozusagen... Dass man dann sozusagen Fleisch herstellen kann. Also wie beim Lagerfeuer, nur halt, dass es dann gekocht ist. Muss ich mich auch nochmal schlau machen. Ich darf jetzt nur nicht gerade wieder viel zu überladen sein. Sonst zieht sich das wieder Ewigkeiten. Das wollte ich eigentlich vermeiden. So. Schaue ich mal, ob das so Feuer anzünden. Schauen wir mal. Nochmal ein bisschen Holz, weil sonst geht das gleich in 5 Minuten aus. Jupp. Ich bin so schlecht. Halbieren. Und raus. Werfe ich gerade nochmal ein bisschen mehr rein. So. Bisher sieht es noch nicht so aus, dass irgendwas mit dem Fleisch passiert. Aber ich habe es ja auch gerade erst vor 20 Sekunden angemacht. So. Jetzt geht es weiter im Takt. Und zwar muss ich gerade überlegen, was wir denn eigentlich machen wollten. Schönes. Wie viel Leder haben wir denn jetzt eingesammelt? 460 mal, das ist natürlich einiges. Jo, dann machen wir uns erstmal eine neue Rüstung, würde ich sagen. Für jedes Crafting gibt es ja dann auch wieder schöne Erfahrungspunkte. Dann gehe ich gerade nochmal auf den Nahkampfschaden. Nice, nice, nice. Gut, dann ziehen wir die Geschichte auch direkt an. Oh. Nicht da rein. Stoffhut.
Lederhemd. Handschuhe. Stiefel. Habe ich nicht auch eine Hose gemacht? Hose? Gut, dann haben wir jetzt die Hose. Und dann werfen wir das Zeug raus. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal brauchen werden. Aber das ist mir jetzt gerade am Anfang direkt zu viel Action. Aber hey Leute, ich habe ein Kanu überlebt. Hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte jetzt wirklich, wie eben schon mal erwähnt, gedacht, dass ich eins den verrecke. Aber das war nicht der Fall. Habe ich mir eigentlich schon einen Mörser gemacht? Nee, habe ich noch nicht. Brauche ich auch, um die Betäubungspfeile später zu machen. Dann können wir auch mal so einen Rundflug um die Insel machen, wenn ich dann meinen ersten Flugsaurier gezähmt habe. Wo ist jetzt der Mörser? Da. Gut. Aber ich habe ja eben eigentlich einen anderen Plan verfolgt. Und zwar... Jo. Den Brennofen. Den machen wir gleich als nächstes. Stelle ich mir erstmal den Mörser hin. Genau, die Makrobären. Das sind jetzt 20 Stück, ist jetzt nicht so viel, aber dann können wir schon mal... Zack. 2, 3... Betäubungspfeile machen. Das verdorbene Fleisch. Jo. Packen wir dann in den Mörser. Zusammen mit den Makrobären. Und dann dürfte es unter Arznei. Vorher hieß es Drogen. Oh, alles herstellen. Genau. So. Die lasse ich erstmal da drin. So, und dann wollte ich jetzt den Brennofen gucken. Ob ich jetzt schon genug... Also Leder habe ich jetzt auf jeden Fall genug. Feuerstein. Steine dürfte es gleich mangeln, genau. Da hole ich dann nochmal ein paar Steine. Ich verhungere. Ist ja gar nicht so geil. Jetzt sagt mir bitte, dass es irgendwas mit dem Fleisch gemacht hat. Nö, natürlich nicht. Dann lasse ich das auch an der Stelle und packe das einfach ins Lagerfeuer. Ich glaube, für die Kochstelle brauchen wir Rezepte. Aber da könnt ihr mir, wenn ihr da schon Erfahrungen gemacht habt, vielleicht in den Kommentaren mal ein Wörtchen zu dalassen. Ob das denn... Oder wie das denn hier mit dem Kochtopf funktioniert, würde mich mal interessieren. Wie gesagt, ich bin wirklich nicht der Begabteste, oder der, was Begabteste will ich jetzt nicht sagen, aber der Arc-Spieler mit dem meisten Wissen über das Spiel. Also ich bin auch noch relativ neu, so ein paar Grundzüge habe ich schon verstanden, aber da gibt es Strategien und Vorgehensweisen, wie man was macht, da habe ich überhaupt keine Ahnung vor. Aber das habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt, ne? Gut, so. Dann hole ich mir jetzt nochmal zwei, drei Steinchen. Ein bisschen Holz. Dann dürfte es eigentlich passen. Können wir schon mal den... Ich glaube, es reicht schon. Kann ich gleich wieder überladen. Das Holz... Dann bin ich jetzt gleich wieder direkt vollkommen überladen. Ja, das dachte ich mir nämlich. Dann schmeißen wir mal die Hälfte von den Steinen ab. Oder nicht ganz die Hälfte. Wie sieht es denn mit dem Gewicht aus? So, fallen lassen. Schickt. Und dann gehen wir erstmal zum Haus. Machen den Brennofen. Produzieren da gleich Metall. Dann muss ich die Werkbank mir einrichten, damit ich dann gleich eine Armbrust etc. pp. Machen kann. Ja, ich verhungere, gleich ist das Fleisch gebraten, dann
Können wir uns den Bauch vollschlagen. Jetzt müsste der Brenner umgehen. Genau, prima. Dann schaue ich auch gerade nach der Werkbank. Die war weiter oben, meine ich. Jo, die geht noch nicht. Ah, genau, Metallbahn. Die muss ich dann erst gleich produzieren. Packen wir erstmal alles wieder hier rein. Was gerade nicht benötigt wird. Ach so, genau, die Holzkohle habe ich eben reingezogen, weil ich die auch noch mit hier reinpacken will. Die brauchen wir dann nachher hierfür. Und dann bauen wir jetzt unseren Brennofen, würde ich sagen, und stelle den einfach mal hier so ein bisschen ins Eckchen, würde ich sagen. So sieht das auch ganz gut aus. Dann kloppe ich jetzt hier das Holz, kloppe ich mir noch ein bisschen Holz, würde ich sagen. Pack das mit da rein. Nee, das wollte ich nicht. Sehr gut. Also ich wollte schon da dran, aber das Problem ist, dass ich dann natürlich gleich wieder überladen bin. Ich wollte hier nämlich das Metall, was wir schon gewonnen haben, rausholen. Und da in den Brennofen werfen, damit uns der Metall macht. Super. Jetzt gucken wir mal, was es schon an zu essen gegeben hat. 13 Stück. Dürfte fürs erste reichen. Wobei, das geht ja dann auch relativ flott. Nur jetzt für den ersten Hunger, sag ich mal, ne? Dass wir da nicht gerade sterben. So, ich werde jetzt erst noch mal ein bisschen Zeug einsammeln. Und wenn ich dann ordentlich was auf Vorrat habe, sehen wir uns wieder. Und ich denke, das Ganze wird in der nächsten Folge geschehen. War vielleicht eine kurze Folge. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis dennchen.